Lucht in die Rente mit 63 wegen inkompetenter Vorgesetzter mit sozialer Kälte und zum Teil soziopathischem Verhalten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte heute am 19.07.2023 ein ganz, ganz interessantes Beratungsgespräch einer Dame, die 62 Jahre alt ist und die so schnell wie möglich in Rente gehen möchte. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst und sie hat mir Folgendes mitgeteilt. Bis vor einem halben Jahr war ihre Welt noch völlig in Ordnung und seit gut einem halben Jahr möchte sie nur noch ganz, ganz schnell weg dort, denn sie hat eine ganz, ganz schlimme Vorgesetzte, die ihr das Leben schwer macht. Sie ist mit ihrer Meinung, dass sie praktisch aufgrund dieser Situation nur noch in die Rente flüchten möchte, nicht alleine. Und sie hat mir da im Wesentlichen von vielen Dingen erzählt, die da auf Arbeit passieren. Und das rundet sozusagen auch bei uns immer wieder ein Bild ab, dass wir, wenn wir Beratungsgespräche haben, viele Menschen auch zu uns kommen, die dann auch sagen, wissen Sie, Herr Knöppel, Frau Kirschner, Herr Weise oder Herr Kolozicek, ich will Ihnen einfach nur eins sagen, ich hatte bis jetzt ein gutes Arbeitsleben oder vielleicht auch nicht, aber ich muss jetzt hier raus, denn ich halte es einfach auf Arbeit nicht mehr aus. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist los? Ja, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte drehen völlig durch. Die wollen alles, die wissen alles besser, die machen alles besser, die interessiert auch unsere persönlichen Probleme nicht, die gucken nur noch auf Zahlen und die marschieren durch und die juckt es einfach nicht und sie haben grundsätzlich nur Recht und sie haben auch keine Führungskompetenzen, sind sozial total erkaltet, zum Teil auch völlig empathielos, völlig soziopathisch. Meine Damen und Herren, das sind alles Beweggründe von Menschen, warum diese mit 63 in Rente gehen wollen, obwohl sie eigentlich wirklich noch arbeiten wollen. Und wir reden ja hier in Deutschland von einem extremen Fachkräftemangel. Und das ist eigentlich auch eines der großen sozialen Probleme, die wir in Deutschland haben, dass viele Menschen aus den Arbeitsplätzen herausgetrieben werden, weil sie einfach nur noch den Kanal voll haben. Weil leitende, Angestellte, Mitarbeiter, dann auch die Chefs zum Teil nicht in der Lage sind, die Menschen ordentlich zu führen, ihnen auch eine Perspektive zu geben, sie auch mal zu loben, zu sagen, auch Dank zu sagen, Mensch, du hast einen tollen Job heute gemacht, hier hast du einen Strauß Blumen oder komm, hier hast du mal 50 Euro, geh mal mit deiner Frau oder mit deinen Kindern irgendwo hin essen oder was auch immer. Aber da kommt einfach nichts. Und deshalb werden viele Menschen in Deutschland auch aus ihrem Job herausgetrieben. Und das ist eine Tendenz, die immer mehr zunimmt. Und deswegen gibt es ja auch die Zahlen, dass zum Beispiel die Altersrentner, die mit Abschlägen in Rente gehen, immer mehr werden und schnell aus dem Job aussteigen wollen, weil sie es eben zum Teil da auch nicht mehr aushalten. Also, meine lieben Damen und Herren, meine Arbeitgeber, wenn Sie das hier sehen und hören und Sie sich dadurch angesprochen fühlen, dann tun Sie sich bitte einen Gefallen und ändern Sie was an der Situation und helfen Sie Ihren leidenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass es denen nicht so schlecht auf Arbeit geht und Sie nicht gezwungen werden, vielleicht auch noch mit hohen Abschlägen in Rente gehen zu müssen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.